Wir sind hier in Sargans mit der Skirennfahrerin Simon Wild, SC Flumserberg. Du kommst aus dem Zürichbiet, Sargans hast auch einen Bezug. Was bedeutet dir da die Region? Ja, ich bin eben schon seit klein auf viel im Flumserberg gsi, viel bei den Grosseltern gsi und habe auch 4 Jahre bei den Grosseltern gelebt in Sargans, wo ich als Sportlerkauf einen Kur gemacht habe. Und darum ja, fühle ich mich sehr daheim in dieser Region. Da sind wir im Broderhaus, einem alt, ehrwürdigen Haus. Und das hat noch Bedeutung zu deiner Familie. Deine Großmutter erzählt nämlich hier Märli. Jetzt im Mai, aber auch an anderen Daten. Hat sie dir früher auch Märli erzählt? Ja, sie hat sicher viel Märli erzählt. Und sie erzählt auch jetzt noch. An Weihnachten sucht sie immer ein spezielles Weihnachtsmärli raus und erzählt uns das dann beim Apéro. Sie tut ja mit anderen Märli erzählen, Elisabeth Metzler, die deine Großmutter ist. Hast du auch einen speziellen Bezug zu Märli oder Geschichten? Nein, ich glaube, also ich habe nicht so einen speziellen Bezug zu Märli. Eben durch sie. Sie erzählt uns ab und zu schöne Märli, aber sonst habe ich keinen grossen Bezug dazu. Vor dem Märli kommen wir in die Realität. Wir sind nach der Saison. Die Saison ist nicht so besonders gut gelaufen für dich. Verletzungsmässig ist da schon die Vorbereitung. Etwas passiert gewesen. Wie bilanzierst du die Saison? Ja, es war eine sehr schwierige Saison gewesen. Ich habe, ja, eben der Aufbau war schon nicht so gut gewesen. Ich konnte nicht wirklich dann anfangen, Skifahren, was ich wollte. Ich habe das Sommertraining in Südamerika verpasst und habe dann erst so im Herbst richtig angefangen. Und durch das war halt alles ein bisschen hinterzögert und ich bin mit dem Training irgendwie nie nachkommen. Also ist einfach, so mit der Saison hatte ich dann vielleicht langsam ein bisschen die Fahrten drin, die man sonst vielleicht im Herbst sollte haben. Und ja, durch das war es halt sehr schwierig gewesen. Ich hatte überhaupt keine Konstanz und halt auch kein Vertrauen durch das. Und ja, dann ist aber mit der Saison, hat es mir doch so ein, zwei Läufe ist mir doch ab und zu wieder aufgegangen und das hat mir ein bisschen Vertrauen gegeben, dass es eigentlich doch noch geht. Und ja, das gibt mir jetzt auch die Motivation für die nächste Saison wieder. Wie war das für dich? Die Saison vorher waren ja sehr gut gewesen, mit sehr guten Resultaten. Und jetzt wieder ein Dämpfer. Wie tut man das auch psychisch verkraften? Ja, ich glaube, es sind jetzt die letzten zwei Saisons, die sehr schwierig waren. Ich habe halt einfach das Jahr davor noch ein Resultat rausgefahren, das gerade die ganze Saison gerettet hat. Und das hat halt schon so ein bisschen, nach Olympiateilnahme hat man schon so ein bisschen. Ja, eben, es hat halt ein bisschen gerettet und es hat einem ein bisschen ein besseres Gefühl gegeben. Und das Jahr war jetzt halt wirklich nicht viel drin, ausser mal Europa Cup von diesem Platz. Und ja, schlussendlich weiss ich gleich immer noch, was ich kann und muss jetzt einfach weiterkämpfen und ja, hoffen, dass es dann das Jahr wieder einen normalen Aufbau machen kann und dass es mir wieder ein bisschen Sicherheit gibt. Und dann glaube ich schon daran, dass es auch wieder besser kommt. Das Können ist natürlich vorhanden, das geht ja nicht einfach so weg. Wie bist du optimistisch vom Körper her? Wie sieht das aus? Kannst du da die ganze Vorbereitung jetzt wieder ganz normal machen? Ja, also ich habe ja Patellasehne entzündet. Durch das konnte ich ja eigentlich immer trainieren. Einfach halt teilweise nicht das, was man gemacht hätte im Sommertraining. Und im Winter halt einfach nie den Umfang, den man würde machen. Und ja, eben, jetzt habe ich ein bisschen Zeit und hoffe dann schon, dass ich dann wieder normal starten kann. Und, ja. Du bist jetzt im B-Kader und hast in dem Fall andere Gespäne, die du mit trainierst. Gibt das Änderungen? Ja, ich habe wieder ein neues Team und auch neue Trainer. Und ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst vor dem, also im Winter. Ja, wenn man halt absteigt, ist es nicht so schön. Aber jetzt freue ich mich, das ist wieder mal eine Änderung, es ist etwas Neues. Und es tut mir sicher auch gut, wieder mit anderen Leuten umgeben zu sein, neue Inputs von neuen Trainern. Und ja, das tut mir sicher gut. Zielsetzung für die nächste Saison. Hast du da etwas Spezielles im Kopf oder willst du einfach wirklich wieder besser werden als das letzte Jahr? Ja, also jetzt zuerst ist das Ziel, dass es wirklich wieder gut geht, gesundheitlich. Dass ich einfach wieder normal trainieren kann einfach wieder ein bisschen mehr trainieren und dass ich einfach wieder Sicherheit bekomme. Und ja, nachher ist das Ziel halt wieder langsam im Europacup halt wieder so ein bisschen führen schaffen und durch das dann auch wieder in den Weltcup reinzukommen, ja.
Deine Disziplin ist ja Riesenslalom, die Kerndisziplin. Gibt es da noch Pläne, andere Disziplinen zu fahren oder bleibst du schwerpunktmässig dort? Ja, das Ziel ist mal grösser gewesen. Jetzt, dadurch, dass ich jetzt diese Saison wirklich fast nicht trainiert habe, habe ich halt den Riesenslalom nur trainiert und schon gerade gar nichts anderes. Und ich hoffe jetzt schon, dass ich dann ab dem Jahr wieder ein bisschen etwas anderes machen kann, aber mehr einfach als Ausgleich, dass ich auch wieder ein bisschen Speed fahren kann, ein bisschen Slalom, dass ich ein bisschen, ja, wieder ein bisschen anders machen kann und ein bisschen Abwechslung kann. Und das tut auch gut, wieder ein bisschen schnelle Kurven oder ein bisschen, ja, wieder Riesenslalom. Gibt es irgendein Fernziel, das du verfolgst? Oder gehst du jetzt da Schritt für Schritt oder schaffst du auf irgendein grosses Ereignis her? Nein, also auf ein grosses Ereignis schaffe ich im Moment nicht her. Ich freue mich jetzt, nächsten Winter ist mal ein Winter, wo eben kein grosses Ereignis ist und es gibt ein bisschen Zeit und ein bisschen einen Druck weniger, also, wo man jetzt nicht nur daran denken muss, dass noch das auch noch wäre. Und ja, weiterarbeiten und besser werden. Das ist natürlich das Ziel von allen, dass noch besser werden oder eben besser werden. Nebst dem Skifahren, was machst du als Ausgleich oder hast du überhaupt Zeit, um noch etwas anderes zu machen? Ja, ich mache eigentlich nicht, also ich mache hauptsächlich Sport als Ausgleich, das ist ein bisschen blöd, aber ja, vor allem viel an der frischen Luft, in der Natur, Wandern, Velofahren, ja, das sind so ein bisschen die schönen Sachen, die man im Training auch als Ausgleich nehmen kann, finde ich. Und sonst, ja, dann halt mal irgendein Buch lesen oder daheim irgendetwas Gemütliches machen oder ja, einfach so. Du bist ja im Flumsenberg eigentlich skifahrerisch gross geworden. Was bedeutet dir der Flumsenberg oder überhaupt die Region? Du bist ja aus dem Zürichbiet eigentlich. Ja, also meine Mama ist ja von der Gans und meine Grosseltern ja auch. Und durch das bin ich ja wirklich immer viel da oben gewesen und habe sehr viel gelernt im Flumserberg und bin auch lang oder viel trainiert im Flumserberg. Und ja, es bedeutet mir sehr viel. Ich bin auch im Sommer viel am Wandern oder wir haben ja Ferienhäuschen da oben. Und ja, es ist einfach schön. Das können wir natürlich bestätigen, dass es schön ist in den Flumserberg oder überhaupt in der Region. Skifahren, das bedeutet ja auch eben, dass man mental natürlich muss stark sein muss. Gibt es auch da etwas, wo du Training umstellst oder machst du da weiter wie bis jetzt? Ja, also im Moment habe ich nichts geplant, dass ich da etwas umstelle. Ja, man schafft ja immer an sich und ich glaube auch genau eine solche Saison, wie ich jetzt hatte, gibt einem auch, man lernt halt viel daraus und weiss dann vielleicht wieder für andere Saison mehr, was in solchen Situationen braucht. Auch wenn es jetzt nicht immer aufgegangen ist, aber ja, man lernt viel. Aber du hast schöne Erfolge an deiner Karriere, jetzt ein bisschen ein Tief. Auf wer kannst du da zählen in den schönen und weniger schönen Momenten? Ja, sicher meine Familie ist immer für mich da gewesen jetzt. Ja, auch wenn es jetzt mal nicht so gelaufen ist und es dann vielleicht auch nicht mehr so viel Spass gemacht hat, sind sie immer für mich da gewesen. Gut, besten Dank und alles Gute.